Jo moin Leute und herzlich willkommen wieder zurück auf meinen Kanal und heute zeige ich euch die neuen Sachen, die in GTA Online hinzugefügt wurden. Denn es wurden heute zwei neue Fahrzeuge hinzugefügt und als Spezial sogar ein neuer Helikopter. Natürlich sind die Fahrzeuge wie immer recht teuer, aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Das erste Auto findet ihr auf Legendary Motorsport, da war Pete Flash GT. Es ist so eine Art Rallye-Wagen und kostet leider 1,6 Millionen Dollar, so gerundet. Ist natürlich wieder relativ teuer, aber wir gucken erstmal, was wir beim Tuning machen können. Das Tuning an diesem Fahrzeug ist relativ schön, also mir persönlich gefällt es sehr, da man wirklich an diesem Fahrzeug sehr, sehr viel machen kann. Mir persönlich gefällt das sehr und natürlich kann man auch wieder Designs draufklatschen. Denn dieses Fahrzeug hat echt den Look von richtigen Rallye-Autos, die auch heutzutage Rallye fahren. Deswegen ist das für mich persönlich echt ein Highlight, da ich persönlich auch gerne einen Rallye-Simulator spiele und die Fahrzeuge halt wirklich auch so aussehen. Deswegen ist das doch recht cool und das Fahrzeug werde ich mir auf jeden Fall holen und auch behalten, Leute. 1,6 Millionen Dollar für ein Showcar und vor allen Dingen, Leute, ihr müsst auch noch viel Geld fürs Tuning bezahlen, da es auch viele Tuning-Teile gibt. Aber muss natürlich auch jeder selbst wissen. Das zweite Fahrzeug ist da, wenn die Easy Classic. Den findet ihr auf South San Andreas. Und das, Leute, ist Mr. Beans Auto. Jawohl, Leute. Wenn ihr noch die Serie Mr. Bean kennt oder auch den Film, ihr wisst ja, er fährt so ein lustiges kleines Auto, ein kleines Mini. Und Leute, das ist es. Ja, das ist das Auto und ich finde das einfach richtig cool, Leute. Ja, und vor allen Dingen, was mich auch recht überrascht hat, diesmal haben sie auch wirklich viel Mühe gegeben mit den Tuning-Teilen und den Details, die man machen kann am Fahrzeug. Also ich bin echt überrascht, hätte ich nie erwartet, dass man so viel machen kann bei den Fahrzeugen. Wenn man überlegt, vor zwei Wochen am Dienstag war ja, war ja für Vergangenheit. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal hier die Tuning-Teile an. Das Fahrzeug kann man natürlich wieder mit Stoßstangen ausrüsten, Karosserie und was weiß ich noch, vieles mehr, Leute. Das ist aber richtig geil. Man kann es auch wieder zum richtigen Rennwagen umtunen. Ich habe es einfach mal zum Rennwagen umgetunt. Aber Leute, was ihr noch gar nicht wisst, es gibt einen neuen Gegnermodus. Und der neue Gegnermodus hat mit diesem Mr. Bean Auto zu tun. Das bedeutet wiederum, wenn ihr dieses Auto besitzt und voll getunt habt, könnt ihr in diesem Gegnermodus das voll getunte Auto, was ja euch gehört, benutzen. Im Gegensatz zu den anderen, die halt dann nur das Standardmodell bekommen, weil sie es nicht besitzen. Also, wenn ihr den neuen Gegnermodus spielt und genug Geld habt, legt euch das Fahrzeug zu, dann seid ihr auf jeden Fall im Vorteil. Aber für Rennen ist dieses Fahrzeug nicht wirklich geeignet, finde ich persönlich, da es einfach bessere Fahrzeuge gibt. Na gut, ist zwar alles hier gerade im Schnelldurchlauf, aber das nächste Fahrzeug, was sage ich ein Fahrzeug, das nächste Flugzeug bzw. Helikopter ist der Sea Sparrow. Ja Leute, das ist ein Helikopter. Und dieser Helikopter ist nicht für Pegasus, nein Leute, der wird sogar in den Hangar geliefert. Und das bedeutet wiederum, wir können ihn sogar auch auftunen. Leute, wie geil ist das denn? Na gut, wenn wir jetzt mal die Tuning-Teile anschauen, ne, Panzerung, Lackierung, ist halt irgendwie alles recht Standard. Aber Leute, ihr könnt natürlich auch Waffen dran bauen. Einmal ein Maschinengewehr und einmal Lenkraketen. Ich habe jetzt persönlich Lenkraketen dran gebaut, weil die natürlich besser sind. Aber das geht natürlich ins Geld, Leute. So, der Helikopter ist jetzt mit 1,8 Millionen Dollar jetzt auch nicht der billigste Helikopter, den es gibt. Aber Leute, er ist klein, er ist wendig und das Geilste, Leute, er kann auf dem Wasser landen. Natürlich, der Cargo-Bau kann auch auf dem Wasser, ich sage jetzt mal schwimmen, aber wirklich schwimmen tut er nicht, er gleitet ja irgendwie über die Wasseroberfläche. Aber Leute, dieser Helikopter kann wirklich auf dem Wasser landen und ihr könnt sogar aussteigen, ohne dass er sinkt. Das ist natürlich auch wiederum was Besonderes an diesem Helikopter, der natürlich jetzt nicht bei Wasser untergeht, wenn man vernünftig landet. Hier, ich zeige euch mal ein Beispiel, wo ich einfach ja gesunken bin, so, also ihr müsst auch ein bisschen vorsichtig landen. Ja, ich würde mal sagen, weiter im Text. Also, der Vespucci Job, so heißt der neue Gegnermodus, wo es natürlich auch doppelt Geld und doppelt RP gibt. Das Besondere an diesem Job, einer jagt den anderen. Ja, wirklich Leute, der eine jagt den anderen und zwar mit einem Polizeiauto in Polizeikleidung. Wie geil ist das denn, Leute? Und der flüchtet, beziehungsweise der die Kontrollpunkte einsammeln muss, der fährt natürlich mit dem Mr. Bean Auto. Und wenn ihr das Mr. Bean Auto besitzt, dann habt ihr das getunte, also eure Variante, wie ihr es in der Garage stehen habt.
Wenn ihr es nicht besitzt, dann kriegt ihr natürlich so gesehen ein bisschen Bienenauto gestellt, aber es ist natürlich ungetunt und damit automatisch schwerer. Also mir persönlich hat der Job wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man halt wirklich ausweichen muss oder den anderen wirklich wegrammen muss. Und Leute, 90% der GTA-Spieler rammen in GTA Online, also vor allem in Rennen. Und hier haben sie endlich mal einen Gegnermodus, wo es auch wirklich auch aufs Rammen kommt. Natürlich, es gibt natürlich schon mehrere Gegnermodus, aber es gibt wieder einen neuen Gegnermodus, wo es ums Rammen geht. Also es müsste eigentlich 90% der GTA Online-Spieler ja irgendwie gefallen, also würde ich jetzt mal sagen. Aber na gut. Ich gebe euch auf jeden Fall mal den Tipp, den Gegnermodus auszuprobieren, allein schon, dass es doppelt Geld und doppelt RP gibt. Okay, so viel RP gab es in meinem Fall jetzt nicht, da dieser Job halt nur maximal zu viert spielbar ist. Aber Leute, es lohnt sich trotzdem, Fun ist auf jeden Fall gegeben. Alles in allem kann man nur sagen, Rockstar, ihr habt euren Job mal richtig gemacht. Ja Leute, wirklich, ich bin persönlich fest in der Überzeugung, dass Rockstar mal den Job gut gemacht hat. Ja, oha. Was? Rockstar hat den Job gut gemacht? Ja, Leute, Rockstar hat wirklich mal den Job gut gemacht. Die Fahrzeuge sind auf jeden Fall legendär. Einmal ein schickes, richtiges Rallye-Auto. Einmal das Mr. Bean-Auto, Leute. Und natürlich ein Helikopter, der wirklich auch auf dem Wasser landen kann. Den man auch natürlich auch auftunen kann, den Helikopter. Deswegen, Leute, finde ich persönlich, dass diese Woche echt gelungen ist und dass der neue Gegnermodus, der ist auch einfach auch genial. Also da hatte ich wirklich sehr, sehr viel Spaß bei. Und ja, Leute, das war's dann eigentlich auch schon. Also ich bin einfach hin und weg, wie gesagt. Wenn euch diese Woche auch so gut gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.